Mumumumumoskito! So heißt dieses Level. Ich verarsche euch nicht, es heißt wirklich so. Mumumumumoskito. Looms für Elektons, schnapp sie dir, solange du kannst. Alles. Was zur Hölle? Marco, so kannst du auch keine Folge anfangen, wo du direkt stirbst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman. Es ist nichts passiert, sie wurden... Alter! Ich werde gleich Hugo. Da mache ich halt so. Ich fühle mich wie ein Hooligan. Nimm den Was ist denn hier los? Im Hintergrund hören Sie übrigens, falls Sie das hören, einen Staubsauger bei mir. Alter, okay, und das Vieh hat auch einen Staubsauger, wie wir sehen. Damit kann ich wahrscheinlich diese lieben Viecher hier einsaugen. Drücke 1-Taste 3, um zu schießen. Schießen. Okay, X ist schießen. Also Moment, das hilft euch gar nichts, weil bei euch die Steuerung sowieso ganz anders ist. Aber bei mir ist X schießen, falls ihr es schon immer mal wissen wolltet. Sterbt alle. Danke für diese ganzen schönen Looms. Lümmels. Die Musik ist gerade richtig fein irgendwie. Und diese Fliegen. Wow, ich dachte... Oh, nein. Ich find's cool, dass sie den Moskito zurückgebracht haben. Definitiv. Fetinitiv. Stirb. Okay, dich kriegen wir. Euch kriegen wir. Euch kriegen wir. Wir müssen Looms sammeln. Wir brauchen Looms. Oh mein Gott. Ein König! Ein König! Oh! La la la. La la la. La 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 la. Alter, das waren richtig viele gerade. Stirb! Revolverman, stirb! Ich drücke jetzt einfach nur die ganze Zeit auf die X-Taste, weshalb ich gar nicht mehr sinnvoll steuern kann und nachher sowieso tot sein werde. Ah, ein Herz. Rayman hat endlich sein Herz wiedergefunden. Nun kann er zur Organspende gehen und jede Menge Kohle verdienen. Davon kann er sich dann ein neues... Alter, der Staubsauger ist laut. Davon kann er sich dann... Ich hoffe mal, man hört nachher in der Aufnahme nicht den Staubsauger. Ganz abgesehen davon... Warum nehme ich nicht gleich auf, wenn dieser verdammte Staubsauger... Der irritiert mich gerade total, ja? Im besten Fall hört ihr ihn nicht und halt mich nur für psychisch krank. Aber, und es ist ja auf jeden Fall besser, wenn ihr mich für psychisch krank haltet, als wenn ihr wisst, dass hier gesaugt wird. Aber, wir sind schließlich kein Bordell. Und außerdem, jetzt bin ich total verwirrt. Oh! Da. Alter, eine Lenkrakete. Eine Renkrakete. Nein. Ach. Das ist so cool. Dass wir endlich wieder mit dem Moskito. Wisst ihr, was ich vorhabe? Schreibt bitte, ich mache einen kleinen Vote. Nennen wir uns Vote. Denn es wäre ja durchaus möglich, wenn euch dieses LP sehr gefällt. Und das Spiel vielleicht. Dass ich hier von einem 100% Run... Ah... Dass ich hiervon einen 100% Run mache, schließe ich gar nicht aus, denn ich habe momentan so viel Spaß, ich könnte das endlos weiterführen. Und insofern, schreibt in die Kommentare, wenn ihr so etwas euch ansehen würdet. Also, wenn ich hiermit durch bin, noch alle Secrets und was weiß ich einsammeln soll. Jetzt aber, das wäre mein verdammt nochmal erstes wirkliches 100% LP. Ganz abgesehen davon... Also, dass ich zum Beispiel zu den alten Levels zurückkehre und die Looms hole. Aber dieser Endboss hier ist gerade irgendwie geil. Also, schöne Idee. Definitiv besser als der erste Endboss in Rayman 1. Auge! Wuhu! War es das jetzt? Sind wir jetzt in der neuen Welt oder ist das hier schon die neue Welt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch keinen Indianer gesehen. Alter, 374. Wir kriegen alles. Wir kriegen alles. Oh. 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 Uba, uba. Moment mal, kriegen wir wirklich alles? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir kriegen sogar alles, 1 oder so.
Oh. La 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 la. La 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 la. Wir haben alle Blooms gefunden und wir können jetzt weiter und ich weiß nicht, wie die Melodie geht, deshalb bin ich total verwirrt und drück auf weiter. Alter, jetzt werde ich sowas von rausschneiden, ich vergesse es doch eh. Ich schneide es doch eh nicht raus. Dichten ist Dickicht. Ey, stimmt, wir sind jetzt auf der Hauptkarte und... Oh mein Gott. Dünen der Didgeridoos. Geiler Titel. Und es hat wieder was mit Musik zu tun. Es geht in dieselbe Richtung wie damals. Wartet mal. Wartet mal. Nein! Mir fehlt ein verdammter Loom. Mir fehlt ein verdammter Loom hierfür. Ah, ich bin so ein Idiot. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso. Dünen der Didgeridoos. Ja, ihr seht richtig, wir sind in einer kompletten... neuen Welt, das Level heißt Heimat der Hüpfhoden, nein, der Hupfdohlen. Entschuldigung, wenn ich sowas sehe, dann muss ich es machen. Und es geht anscheinend so in Richtung Land der Musik aus Remnant 1. Wenn dem der Fall ist, dann freue ich mich jetzt schon so unglaublich. Aber da sind Stifte, sind das Stifte? Egal. Schluss mit den Dummheiten! Lass dich nicht zu früh blasonieren, falls dir ein Herz fehlt. Liebe deinen Nächsten, extra Herzen kommt, braucht man... Okay, alles klar. Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen wolltest, aber so. Alter, was passiert denn hier? Eine Wüste? Wie geil ist das denn? Und ein extra Herz. Oma! Ich habe schon wieder Oma gesagt. Oh. Nein! Och, Mann. Und es ist so geil. Der Staubsauger im Hintergrund ist zurück. Und ich habe darauf keinen Einfluss. Aber ich hoffe einfach, dass man in den Videos nicht hört. Ich kann daraus allerdings nicht wirklich beeinflussen. Oh Gott. Ja, wir spielen weiter Rayman. Was ich bisher von dieser neuen Welt gesehen habe, ist einfach episch. Auch wenn ich nicht weiß, was es... Aua. Auch wenn ich nicht weiß, was es so ganz repräsentieren soll. Aber, Alter, Glück gehabt. Ein Sackreis. Ein chinesischer Sackreis. Yay. Bisher der Zeichenstil, was ich so gesehen habe, ist einfach atemberaubend. Oh Gott, das Huhn der Verdammnis. Stirb! Stirb, Huhn! Ich wollte schon immer ein Huhn der Verdammnis zum Platzen bringen. Zum Platzen mit B. Genau. Oh Gott, du Arschgriecher. Auch mit G. Oh nein, doch nicht Trippelhuhn. Trippelhuhn. Oh Gott, jetzt ist mir schwindelig. Ich habe gerade die Bewegung, die Rayman so sprunghaftig gemacht hat, mit meinem Kopf nachgemacht. Mein Kopf ist allerdings keine Steadicam und es hat furchtbar wehgetan. Aber ganz abgesehen davon werden wir euch... Oh mein... Nein! 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 Ich wurde von Hühnern getötet. Die haben mir die Zähne rausgeschlagen. Jetzt kann ich nur noch so reden. Tut mir leid, Leute. Geht halt nicht anders. Außerdem kommen wir nicht mehr an diese verdammte, was soll denn der Scheiß? Ah, ich kann mich da an einem Seil festhalten und dann kann ich da... Oh, nein! Na, wesentlich haben wir ihn, Looms. I did it for the Looms. Ich war jung und brauchte die Looms. Oh, sie rufen Papi. Hört ihr das? Wie kann man denn sowas nicht aufsammeln, wenn es Papi ruft? Erklär das mal einem katholischen Pfarrer. Wir wachen weiter mit... Alter, Alter, nein! Ich bin im Land der Hühner, der Verdammnis, ja. Verdammnis Hühnerland! Und es sind extrem viele. Man könnte fast sagen, mehr als einer. Aua. Vielleicht sollte ich mehr Geduld haben. Vielleicht sollte ich auch... Vielleicht gehe ich total falsch an die Sache ran. Vielleicht muss ich das friedlich angehen. Hallo Hühner, wie geht's euch? Stirb! Hoch da, Raymond. Oh, geil, Mann. Das musste mal getan werden. Okay, Schaum vom Mund habe ich nun bereits auch. Ich weiß nicht, ob eben, als ich meinen Kopf geschüttelt habe, irgendwas da drin kaputt gegangen ist. Abgesehen davon geht auch hier einiges kaputt, nämlich dieses Huhn. Und... ich hab meinen Spaß.
Bitte noch mehr Hühnerabschlachtungsmassaker-Dinger. Hühnerabschlachtungsmassaker-Ding. Das ist, glaube ich, das Genre, dem Rayman Origins zugehört. Oh Gott. Dem es zuteil wird. Alter, hol dir dieses Lümmlein. Was zur Hölle? Was war das denn? Egal. Oh, ganz viele Lümmleins. Und wir können ins nächste Abschnittlein. Abschnittchen. Okay, da ist Strom drauf. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegen, aber wenn ich auf diese Seiten springe, entsteht dadurch halt Sound, ja? Musik. Und das hört sich so an, dass es zum Hintergrund passt. Zur Hintergrundmelodie. Oh, oh, das wird nichts. Das wird nichts. Warte. Runter! Nein! Ach, ich stand doch hier, sicher. Nein, nein. Okay. Alles wird gut. Also, wenigstens ein bisschen. Von allem. Okay, runter hier. Wie komme ich da runter? Ich habe das Huhn getötet, indem ich daneben sprang. Das ist ja schon mal super. Oh Gott. Oh Gott, was man hier nicht alles tut für eine Handvoll Looms. Looms regieren die Welt. Ziele in der Luft nach unten und drücke. Das wissen wir doch schon längst. Aber cool ist, dass diese Tutorial-Texte echt nicht nerven und auch ziemlich schnell weg sind, wenn man sich vom Ort des Verbrechens entfernt. Hä? Nochmal eine? Naja, umso besser, habe ich nochmal so ein sexy Thumbnail. Wem jetzt nicht klar ist, dass das sowas von Ironie war und teilweise auch Parodie, der muss spinnen. Aber ganz abgesehen davon gibt es in diesem Level zum Glück keine Spinnen. Das ist ein Vorteil, denn wie ihr vielleicht alle wisst, hasse ich Spinnen so ein kleines bisschen abgrundtief. Und wie oft habe ich den Spruch denn jetzt schon gebracht? Der ist bald tot, ne? Der fühlt sich vergewaltigt. Apropos vergewaltigen, wir müssen diese Frau da hinten retten und... Alter, das war jetzt doppelt... Das war echt nicht so gemeint, wie es... Herr Richter, ich schwöre. Das war jetzt echt nicht so gemeint, wie es sich angehört hat. Oh Gott. Kann ich dich überhaupt befreien, bevor du an deinem Zielpunkt bist? Wahrscheinlich sowieso nicht. Ah, ist das dein Ziel? Oh Gott, sie springt von Plattformchen zu Plattformchen. Oh. Ah, Kraft zum Fliegen. Alter, jetzt wird das Spiel erst richtig gut. Jetzt wird das Spiel erst richtig gut. Bling. Wie lang können wir fliegen und... Okay, aber es ist immerhin etwas, ja. Es ist genauso wie im ersten Teil eigentlich. Oh, ich glaub's nicht. Was macht Globox dann? Und die anderen. Oh, nochmal ein Grund, alle durchzuspielen. Aber das hatte ich ja eh vor. Alle Charaktere nach und nach mal zu wechseln. Hatte ich ja eh vor. Insofern ist das auch kein großes Problem. Eher das genaue Gegenteil. Und... Oh mein Gott. Warte. Schwebor. Hoch da. Papi. Oh, irgendjemand ruft schon wieder Papi. Okay, die... Alter. Das ist doch ein Running Gag, oder? Irgendwas ist da in Frankreich nicht ganz richtig. Rote Hühner? Stirb, Ginger Chicken. Und... Boom. Wir haben mal wieder einen Käfig geöffnet mit allen anzuwendenden Looms dort drinnen. Es sind keine Looms, es sind Elektrons. Elektrons sind auch so ein bisschen süßer als Looms, finde ich persönlich. Oh, guck mal. Wie sie hier herumtanzen und so. Ich kann fliegen, ihr nicht. Haha. Hui. Yes. Neins, neins. Nee, nö. Das möchte ich gern doch noch haben. Alter, was ist denn los? Ich bin schon am Ende des Levels. Naja, umso besser, denn dann kann ich jetzt gleich mal gucken, wie die anderen Charaktere so fliegen. Abgesehen davon, dass ich gerade geflogen bin, allerdings in die Hölle. Wie auch immer man nach unten fliegt.
Da-da-da-l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 a. Du bist mal wieder so super und du machst die Lumps frei und schlagst sie zu Brei. Es sind keine Lumps, es sind Elektrons, Mann. Okay, wir haben irgendwie 332 oder so gehabt. 329, alles klar. Das sind eine Menge. Ich krieg mal wieder nicht die Medaille, okay, aber ich krieg ja wenigstens fast alle Lumps. Ich bin nicht schon wieder so knapp. 20 ist schon extrem knapp, 21 ist schon weit, weit davon weg. Mir fehlen nämlich genau 21, glaube ich. Ja doch, 21. Naja, weiter. Weiter in die Text. Hm. Glückwunsch, neuer schicker Schatz in dichtendes Dickicht freigeschaltet. Sollen wir das machen? Das wäre jetzt ein bisschen antichromatisch, aber ich würde sagen, damit hat sowieso von euch keiner ein Problem. Hoffe ich. Insofern gehen wir nochmal zum dichtenden Dickicht und schauen uns jetzt endlich das letzte Level des dichtenden Dickichtes an. Wenn das ein eigenes Level ist, ja? Da bin ich mir nicht so sicher. Frag mich, wenn du kannst. Nee, fang mich, wenn du kannst. Frag mich, wenn du kannst. Wäre so ein cooler Slogan für Formspring. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie geil ist denn das? Wie geil kann es denn noch werden? Oh mein Gott, er ist so schnell! Nein! Schatz, komm zurück. Schatz, ich liebe dich. Mein Schatz, nein, lauf! Oh mein Gott, oh der Wasserfall des Wassers. Naja, wer ist noch sonst? Oh mein Gott, Schatz, ich krieg dich! Oh. Ich werde dich gekriegt haben. Lass uns Cricket spielen. Ich krieg dich. Sagte der amerikanische Marco. Oh mein Gott. Oh mein... Oh. Ja. Vögel den Schädelzahn. Das könnte ja fast ein Hit machen. Ein Hit werden, wenn ich daraus ein Lied mache. Vögel den Schädelzahn. Nee, lass es. Okay, wir haben einen Schädelzahn. Wir haben den ersten von 10 benötigten Schädelzähnen irgendwie oder sowas. Und Rayman kann fliegen. Außerdem wollte ich ohnehin schon lange gewechselt haben, den Charakter. Ich habe mir nämlich, wie ihr bereits gemerkt habt, möglicherweise, hier beim Baume einen übrig gelassen, den ich eben noch nicht Na, ihr wisst schon. Noch nicht gesteuert habe, ihn. Wie fliegt er? Och, das ist uncool. Das kann doch jeder. Das können die schon in Morrowind. Und in Morrowsturm erst recht. Was ist das hier? Oh mein Gott, Globox. Nein, Globox! Werde fett und blau, Rayman. Das ist cool. Okay, wir werden Globox nehmen, um ein bisschen mit ihm zu fliegen, wie man das nun mal so tut. Irgendwo im Flugzeug muss ja auch das Gegengewicht liegen. Und ich steuere es gerade durch die Dünen der Didgeridoos, so heißt dieser Abschnitt. Das nächste Level trägt den schönen Namen Beste Filmmusik. Aber ich würde sagen, das ist definitiv hier, ne, hier. Was ist die beste Filmmusik? Das ist eine Frage, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Beste Musik aus dem Spiel geht sowas von an Rayman, aber... Och nö, nicht abwechslungsreichste vielleicht. Geht an Rayman, ja, doch. Aber beste? Keine Ahnung. Egal. Oh mein Gott, oh mein... Was passiert hier? Egal. Nein, was macht er? Ah, stimmt, er kann ja... Okay, er muss auch fliegen können. Macht ja auch Sinn. Wenn er schon kann, warum soll er es nicht tun? Tu, was du kannst, sagte schon dein Opa. Als er versucht hatte, dich abzustechen und du gesagt hast, ich kann laufen. Was entwickle ich eigentlich immer für komische Beispielszenarien? Wieso habe ich jetzt zwei Schläge ausgehalten? Meistens aber nur einen. Das ergibt doch alles keinen Sinn! Rayman! Bespringe die Flöte oder was auch immer das ist. Oh, mö. Das geht doch nicht. Hau diese Flasche zu Klump. Klump! Danke, geht doch. Also, geht nicht, aber genau deshalb geht's. Dieses Land der Musik verfolgt einen ganz anderen Stil als das im ersten Rayman-Teil. Es ist im Prinzip ein Musikland. Sehen hier überall... Ach, sehen wir wirklich? Ja, doch. Aber es ist eine andere Musikgattung und es ist schon recht cool. Nur mit der Musik selbst bin ich nicht so zufrieden.
Also, sie gefällt mir, aber sie kommt definitiv nicht an den Klassiker ran. Da 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 da. Ich bin ein, ich bin so ein Vollidiot. Und das kann wirklich nur ich sein. Okay, ganz vorsichtig. Wenn wir von Chicken zu Chicken springen, müsste eigentlich... Ja! Ich bin so gut. Ich f*** jetzt das Luft. Das ist der dümmste Satz, den ich in einem Let's Play jemals gesägt habe. Was steht da hinten? Donanne Abub. Ich kann es nicht lesen. Seht ihr es auch? Da hinten steht doch irgendwas. Oder es sind einfach nur Rohre, aber sie formen doch irgendwie etwas, das aussieht wie Buchstaben. Oh Gott, preußische Vögel. Es sieht aus, dass irgendwie etwas sein könnte, das buchstabst. Es sieht aus, als könnten es Buchstaben sein. Repräsentieren. Also so in der Theorie. Nicht in Ravens Welt, aber in der Theorie immerhin. Wo immer die liegt. Und ich weiß nur, dass da unten jetzt ein totes Hühnchen liegt, aber irgendwie spawnt immer neu. Egal. Da 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 da. Komm, die krieg ich auch noch. Wow! Und dich töte ich! Allein weil es Spaß macht. Yay! Ey, sei mal nicht so egoistisch! Dass du sterben musst, ist gar nicht so schlimm. Ich hatte nur Spaß dabei, glaub mir. Ah. Wenn diesen Gedanken mehr Leute verstehen würden, dann wäre ich jetzt nicht tot. Altre Falte. Oh. Ey, die werden doch echt hier... Das ist Massentierhaltung. Das ist voll böse und so. La 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 la. La la la. La la la. La 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 la. Ich bin gerade so verwirrt. Das ist so ein psychedelischer Effekt, den ich hier habe. Ich bin momentan... Was? Dieser Sand? Ja? Ich meine, Sand ist natürlich cool und alles, aber ich sehe den Zusammenhang nicht. Also, wenn da überhaupt irgendwas mit irgendwas zusammenhängt. Zusammen abhängen. Dazu habe ich übrigens einen Kommentar bekommen. In Bezug auf den Multiplayer-Modus. Und ich glaube, die PC-Version hat keinen Online-Modus. Also kann ich hierzu gar kein LPT machen. Weil ihr müsst verstehen, ich kann auch nicht einfach zu einem anderen Let's Play gehen. Ich habe ja kein Real Life. Ich bin eigentlich nur ein Mikrofon. Ich bin gar kein wirklicher Mensch. Aber das kapieren die Leute nicht. Und das scheinen sie auch nicht wirklich hier zu akzeptieren. Auch das ist wichtig. Akzeptanz gegenüber lebenden Mikrofonen. Ganz abgesehen. Irgendwie wird die Musik gerade richtig schön. Ich will nicht... schön deshalb, weil es halt etwas total Eigenes hat, was ich in dieser Form einfach noch nicht gehört habe. Und abgesehen davon sollten wir jetzt wahrscheinlich... Wie mache ich denn das? Wie lege ich denn den um? Wer hätte jemals damit gerechnet, dass man im Kinderspiel jemanden umlegen muss? Aber ich meine hier nur den Schalter, also keine Sorge. Soll ich dagegen schlagen? Ja! Nein! Oh. Globox, du bist kein Hühnchen. Alter, wir fangen den Level wieder von vorne an, das ist nicht dein Ernst. Nein, na. La 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 la. Scheiße. Geh doch da drauf. Trobox, du sollst da drauf gehen sollst du wiederum nicht. Sondern stattdessen sollst du mir dieses Leben bringen, ist auch direkt wieder wegwerfen, ist mir scheißegal. Hat jetzt nicht so viel. Leute, ich glaube, ich bin noch nie öfter gestorben in diesem Let's Play, als in diesem Level hier. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Ganz abgesehen davon werden wir uns von solchen Dingen nicht beirren lassen, sondern diesmal wirklich auf den Schalter gehen. Wir holen uns die Lebensflasche. Es sei es gar nicht so schwer, wie es aussieht. Wir holen uns das. Schabo! Boah, das war knapp. Okay. Lug die Knopf! So, jetzt auf diesen Papagei-Lines bleiben. Yay. Sie sind irgendwie voll süß. Aber es ist schwer, auf ihnen stehen zu bleiben. Ich habe die Medaille gesehen, habe aber... Oh Gott, sammel dieses Zeug. Nein, du wirst doch jetzt nicht... Ah, gut. Ich habe die Medaille oben gesehen. Ich weiß aber nicht, wie ich drankomme.
Und ich will das nicht riskieren, um ehrlich zu sein. Ja, ich... Direkt hier vor dem Portal in den nächsten Abschnitt nochmal zu sterben, möchte ich nicht unbedingt riskieren. Abgesehen davon haben wir natürlich wieder den Loom-König in Brand gesetzt und seine Untertaten sind auch daran brennend interessiert, weshalb sie gleich doppelt gültig sind. Was auch immer das jetzt für ein deutscher Satz war, das war wahrscheinlich kein deutscher Satz. Es war eine Verkettung an Wörtern. Kein Mensch weiß, was damit gemeint war oder was damit gemeint gewesen sein könnte. Niemand kann es sich erklären. Alle waren... Ich kann doch hier drauf gehen. Wieso sollte ich dann da hoch wollen? Oh, weil ich hier drauf nicht mehr gehen kann vielleicht. Wieso platzt der Typ, wenn er auf einer Schräge landet? Der könnte ja nur noch durch eine Minecraft-Welt gehen, ohne sich selbst in die Luft zu jagen. Ganz abgesehen davon haben wir mal hier nur 135. Ich spiele jetzt echt. Da, so einfach komme ich an diese Medaille, ohne mich zu verletzen. Ohne mich zu zerfetzen allerdings nicht. Zersetzen. Ich habe mich mit dem Problem auseinandergesetzt. Das Problem sitzt nun auf diesem Stuhl, ich auf jenem. Och Mann! Dass man hier immer direkt in die Luft gesprengt wird, wenn man mal einen Witz bringt, der nicht so lustig ist. La 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 la. Stirb, Huhn, stirb schnell! Oh, jetzt zählt dein Tod leider nur noch die Hälfte. Jetzt kannst du auch von mir aus weiterleben. Okay? Verdammt. Das hier ist... Sie haben es geschafft. Sie haben es ge... Nein. Aber ich muss dazu was Positives sagen. Sie haben es geschafft, den Schwierigkeitsgrad... Es ist Abend, deshalb bin ich ein bisschen müde, deshalb ist es für mich jetzt noch schwieriger. Aber sie haben es geschafft, den Schwierigkeitsgrad des alten Raymans zumindest zu berühren. Also, es wird von Level zu Level immer ein bisschen schwieriger. Möglicherweise auch mit der Konsequenz, dass es wie damals im letzten Level abgrundtief schwierig wird. So die letzten paar Level. Wer weiß das? Ich würde mich freuen, also, wenn sie das hinkriegen. Denn schwierigkeitsgradmäßig war Rayman schon immer geil. Das sage ich jetzt einfach an dieser Stelle mal. ich habe auch einen Grund. Von Level zu Level ist dieser Schwierigkeitsgrad fair angestiegen. Aber auch dein Können. Aber es wurde trotzdem doch ein bisschen mehr anspruchsvoller. Und du hast gemerkt, okay, es geht hier zum Ende. Jetzt wird's ernst. Und dann am Ende war es krank. Es war krank. Das Spiel am Ende war nicht mehr das Spiel, was du am Anfang gespielt hattest. Aber genau das brachte Abwechslung rein. Und war auch fair. Weil du halt die Entwicklung mitgemacht hast. Mann, jetzt werde ich hier wieder so theoretisch und eigentlich wollte ich das nicht werden. Aber hey, es ist meine Meinung, also was soll's. Wir kriegen leider nur einen Electroon dieses Mal, aber im nächsten Level werden wir mehr bekommen. Das nehme ich dann auch erst in ein paar Tagen auf, weil ich jetzt müde bin und ein paar Tage lang am Stück schlafen werde. Ja, auf jeden Fall. So tut man das. Ganz klar. Naja, bis dahin hoffe ich, dass euch dieser kleine Marathon, den ich absolviert habe, auch wenn ihr davon nichts merkt, Spaß bereitet habt. Ich muss ganz ehrlich sein, ich würde am liebsten jetzt schon weiterspielen, denn dieses... Ich hab Schluck auf. Dieses Spiel fesselt mich. Es ist... Hört euch doch dieses Lied an. Das ist so... Oh, bis zum nächsten Level. Bis dahin. Ciao. Vom Winde verdreht. Sie machen es schon wieder. Stell mal vor, eine Kuh tritt auf dich. Dann wärst du vom Rinde verdreht. Bis dahin, ciao.